Selten standen die Chancen auf einen Sieg in der Eissporthalle für einen Außenseiter schlechter als für den Neusser e.V. Die Zwangsaufsteiger aus dem Rheinland, die abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangieren, konnten einem auch bei diesem Spiel fast ein wenig leid tun. Denn Gnade kannten die auf einigen Positionen veränderte Mannschaft von Trainer Jesse Panik nicht. Die Kassel Huskies legten ein starkes Tempo vor. Kaum waren 2 Minuten im ersten Drittel absolviert, traf Kyle Doll zum ersten Tor des Abends. Die Nordhessen ließen sich in der Folge auch von Unterzahlsituationen nicht abhalten und trafen schlicht nach Belieben. Bis zum ersten Pausentee schlug es noch 6 weitere Male im von Ken Passmann gehüteten Tor der Neusser ein. Die Treffer spielten die Huskies mit teils sehenswerten, einfachen Kombinationen heraus. Und während die Huskies unten auf dem Eis weiter fleißig Tore schossen, experimentierten die 1452 Zuschauer auf den Rängen, machte es im Endeffekt aber mit der Parole: Wir müssen raus aus der Liga auf den Punkt. Höhepunkt des zweiten Drittels war zweifellos der von den Husky-Fans viel umjubelte 12:1 Anschlusstreffer durch den HIV-Stürmer Danny Wood. Kurze Zeit später wurde Ken Passmann dann erlöst. Der NEV-Schlussmann machte Platz für den ehemaligen Ratinger René Dömkes. Bis Ende des Drittels schraubten die Huskies das Ergebnis aber trotzdem auf 16:1 hoch. Im letzten Drittel stellten die Kassel Huskies dann auf Verwaltung um. 22:1 hieß der Endstand nach 60 Minuten. Neuss hatte sich nach Kräften gewehrt und die Huskies das Nötigste getan, um Verletzungen in den eigenen Reihen zu vermeiden. Nach Schlusspfiff wurden die wackeren Neusser von den Husky-Fans noch zur Ehrenrunde gebeten und man hatte für einen kurzen Moment, nicht nur dank des Endstandes, wieder das Gefühl, in der Hessenliga zu sein.